Deswegen ist es auch für mich schwer zu sagen, ich bin jetzt Bildhauerin, weil die Arbeiten nicht ohne die Wand funktionieren würden für mich. Also die brauchen diesen Bezug, also auch als Fragestellung. Deswegen sage ich meistens, ich zeichne und mache Wandobjekte. Ich bin Zeichnerin und ich arbeite mit Wandobjekten. Eigentlich interessiert mich der Bereich dazwischen, der sich so auftut. Also zwischen der Zeichnung und zwischen der Skulptur an der Wand. Der Cutter ist eigentlich mein Zeicheninstrument. Ich verletze das Papier, schneide Linien, tränke dieses Papier mit Tusche. Und von daher ist das für mich auch eben so ein bildhauerischer Akt auf der Fläche. Das ist jetzt für mich die Fläche in den Raum geholt. Mit diesen flachen Holzlinien arbeite und die dann in den Raum transformiere. Ich habe im Studium angefangen mit Malerei. Also ich war auch in einer typischen Malerklasse nach der Grundlehre. Irgendwann habe ich entschieden, dass eigentlich dieses Addieren von Schichten auf der Fläche für mich jetzt, also das, was ich so an Fragen hatte, hat sich dadurch nicht lösen können. Und deswegen kam dann eigentlich relativ schnell auch das Medium Zeichnung dazu. Und vor allen Dingen die Frage, wie man mit Zeichnung auch oder mit dem Papier nochmal anders verfahren kann. Das fand ich total spannend, so, dass man in das Material reingeht und dadurch irgendwie auch was sichtbar macht wieder. Ich muss sagen, das Studium war für mich total wichtig. Das eines der wichtigsten Sachen ist, zu lernen, dass man auch gut scheitern kann. Also das ist der Moment, wo es dann schwierig wird. So, ab hier. Da lehnt sich dann das Material auf.